Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ferris und ich haben heute unsere Leseliste für den Februar für euch. Yay! Juhu! Ein neuer Lesemonat bricht an und nachdem der Januar ganz gut war, bin ich jetzt sehr motiviert für den Februar. Wie viel hast du denn nur gelesen? Wenn ich dann fertig bin, habe ich 8 beendet. Eins habe ich aus dem Dezember noch mitgenommen. Wie viel habe ich denn jetzt? Weiß ich gar nicht mehr. Gute Frage. Aber für mich ist es echt gut. Ziel erreicht. Auf jeden Fall, habe ich mir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bücher ausgesucht, wovon eins schon seit Ewigkeiten angefangen ist und nur noch beendet werden will. Und Ferris hat mir ein Gulon-Spektakel aufgetragen. Und ich habe tatsächlich 1, 2, 3, 4 Fortsetzungen auf meiner Liste, wovon 3 das Ende einer Reihe darstellen. Was jetzt aber tatsächlich nichts mit meinem Ich-zähle-meinen-Reihen-Videos zu tun hatte. Das waren einfach Fortsetzungen, auf die ich halt schon voll hingefiebert habe, die jetzt erschienen sind und so. Und deswegen, passt das jetzt gerade so ganz gut diesen Monat. Genau, Ferris hat 5. 2 gehören zum Reihenende oder Reihenabschluss im Grunde, wobei es dieselbe Reihe ist. Eins ist 3 in Anfang und das andere auch, weil Franziska. Ja, weil und, Franziska. Ich weiß gar nicht. War das hier? Das war ein Einzelband, oder? Nein, das ist eine Dialogie. Ach, da war es eine Dialogie. Okay, eine Dialogie, gut. Ja. Dann ersten und vorletzten Band an der Reihe. Bei uns beiden fehlt jetzt noch das Buch für den Buchclub, aber das wird erst Sonntag entschieden. Also, ja, kommt dann das da noch drauf. Und ich hoffe halt, dass ich aus den Büchern, die jetzt noch übrig sind vom Januar, dass ich die halt noch schaffe. Hm. Yay, okay. Achso, dann fange ich an, ne? Ja. Das Buch, was ich gerne beenden möchte, was ich jetzt schon eine ganze Zeit angefangen im Regal stehen habe, ist Comet von Tracy Wolf. Ferris fragte gerade, warum ich das noch nicht beendet habe. Und, nein, weil du gesagt hast, dass es nicht so viel gelesen ist. Deswegen frage ich, warum du es noch nicht beendet hast. Ja, genau. Und der Grund dafür ist, also ich kann euch gar nicht mehr genau sagen, wie es war, aber es war irgendwie so, dass ich dann wieder keine Zeit zum Lesen hatte und dann lag das so ewig angefangen rum und irgendwann dachte ich mir so, ja toll, jetzt habe ich so ewig nicht weitergelesen, dass ich es dann erstmal ins Regal stellen kann und jetzt stand es ein paar Monate im Regal und jetzt will ich es aber beenden. Ich denke schon, dass ich da handlungstechnisch gut reinkomme, also ich weiß eigentlich noch relativ gut, was passiert ist und bin schon so weit, also da fehlt tatsächlich nicht mehr so viel. Bin auf Seite 656 und das Buch hat, mal gucken, ich will nicht sparen. Okay, noch 300 Seiten. Oh doch, fast ein ganzes Buch im Prinzip, ne? Ja, also wirklich. Aber das lässt sich halt echt super schnell lesen. Von daher hoffe ich, dass ich das dann jetzt mal beendet kriege, damit ich demnächst auch Teil 4 und 5 lesen kann. Und dann kommt da jetzt bald, glaube ich, noch der 6. Teil. Also ja, habe ich noch ist ein bisschen zu tun. Ist der 5. dieses hellblaue? Ja, Cherish mit diesem lilanen Buchschnitt, wo ich immer davor stehe und mir so denke, ich will den Buchschnitt, aber andererseits so, ich habe halt Band 4 noch nicht gelesen und der ist ja nur einfarbig, also aber er ist so schön von der Farbe her, weißt du? Und du findest die anderen Teile jetzt noch mit Farbschnitt. Ja, deswegen habe ich es auch noch nicht gekauft. Auch neulich erst wieder gesehen, ja, deswegen habe ich es auch noch nicht gekauft, weil wenn ich selbst die vorherigen Bände noch mit Farbschnitt bekomme, brauche ich jetzt hinter dem nicht so her sein, weil der wird ja dann eigentlich noch länger verfügbar sein. Hm. Weil ja die anderen Leute erstmal Band 1, 2 und 3 kaufen müssen. Ach, sie haben eine kleine Stückzahl genommen. Ja, außer das. Also das natürlich nicht. Naja, okay. Gut. Mein erstes Buch. Wir fangen damit an. Das war, glaube ich, war das auf meiner 24-Liste? Glaube ja. Ich glaube ja. Kommt mir bekannt vor. Gut, wir haben das allerdings auch auf das von zwei. Wir haben aber auch das Neuzugänge-Video gedreht. Könnte genau, deswegen. Auch davon sein. Und zwar ist dieses hier mein erstes Buch. Stadt aus Trug und Schatten. Das hatten wir, wie gesagt, schon bei den Neuzugänge-Videos, weil das ist eins von den Adventskalender-Büchern. Und ich glaube, es war auch bei den 24 Büchern dabei. Weil Franziska meinte, das war total interessant und total toll und deswegen bin ich jetzt einfach neugierig und will es einfach lesen. Hm. Ja. Du hast einen Knick reingemacht. Da. Hier ist aber auch einer. Gehst du da mit den Büchern? Von wann war das? Das Buch war schon ein älter, ich glaube 2013. Oder ja, das war schon relativ alt. Also alt, in Anführungszeichen. Buch alt. 2012, nah dran. Okay. Es ging um Flora, die führt ein heimliches Doppelleben. Jede Nacht wacht ihre Seele in der geheimnisvollen Stadt Eisenheim auf. Unerfreulicherweise hat ihr nächtliches Ich dort auch noch den weißen Löwen, einen kostbaren alchemistischen Stein gestohlen. Bald ist Flora selbst in der realen Welt von den Gefahren Eisenheims nicht mehr sicher und eines ist klar, sie kann niemandem trauen, nicht einmal Marian, der plötzlich in beiden Welten auftaucht und dessen Küsse vertrauter schmecken als ihr Liebe. Klingt sehr interessant mit dieser ihrer Traumwelt, auch wenn ich mich immer noch frage, wie kann ihr Traum-Ich da irgendwas getan haben oder ihr, oder irgendwie so, wie wird es hier genannt? Genau, oder ihr nächtliches Ich, wie kann ihr nächtliches Ich da was stehlen? Die Frage ist, war sie das dann, weil es ist ja ihr nächtliches Ich. Wer weiß. Tja, ich muss es wohl leider rausfinden. Leider. Alter. Nicht unbedingt, was du machst. Also das Buch hat ungefähr 400 Seiten.
Ich glaube, dass sich das relativ schnell lesen lässt. Ja, ich glaube auch. Einfach wegen der, weil die Geschichte dann immer interessant klingt. Und ich mag irgendwie dieses Cover. Das ist. Das ursprüngliche Cover sah ganz anders aus. Nein, das passt. Ich finde, es ist sehr schlicht, aber es passt sehr gut dazu dem Buch. Das ursprüngliche, also war ja mal ein Hardcover. Und das ursprüngliche Cover war weiß. Und ich glaube, da war so, also da war so ein rosanes Ding drauf. Und ich glaube, das war irgendwie das Wappen oder so von der Stadt, um die es da geht. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Hm. Ja. Sah eigentlich gar nicht so schön aus, aber ich habe es damals trotzdem spontan ausgeliehen aus der Bücherei. Das sagt schon viel aus. Ja, ich bin ja auch ja so ein Cover-Käufer, sage ich mal. Wenn ich ein gutes Cover sehe, dann gucke ich mir das Buch auf jeden Fall an. Aber mein Gedanke ist, wenn ich so ein Cover habe, was komplett langweilig ist oder wo sich kaum Mühe oder zum Buch passend Thema gemacht, Gedanken gemacht wurden, dann denke ich mir, wie viel wurde denn halt zum Rest des Buches gemacht? Ja, vor allem ist auch wenn, ich weiß natürlich, Autoren haben damit nicht allzu viel zu tun. Aber es ist ja auch, wenn du im Laden stehst, da stehen 1000 Bücher, dein Blick muss ja irgendwo hängen bleiben. Dann nehme ich halt das, was interessanter aussieht. Entweder ist es Titel oder ist es ein Cover, wo dein Blick dran hängen bleibt. Warum soll ich hier eins mit so einer Bronzekugel nehmen, wenn ich auch das hier haben kann? Weil du dich fragst, warum ist da eine blutbeschmierte Bronzekugel drauf? Oder wie bei... Oder ein Granatapfel. Ich wollte gerade sagen, welches waren das mit dem Granatapfel. Das war diese Twilight-Dings aus Edwards Sicht. Naja, whatever. Ich habe dann den ersten Reihenschluss auf dem Abschluss auf meiner Liste. Und zwar ist es, wie heißt es überhaupt? As Good As Dead. As Good As Dead. Das ist der dritte und finale Band von der A Good Girl's Guide to Murder Trilogie. Und ich hatte jetzt im Januar tatsächlich Band 2 gelesen, den ich wieder sehr gut fand, wie auch den ersten Band. Aber das Ende ist halt... Also ich fand das Ende fies, weil es macht mir ein bisschen Angst. Ich habe ein bisschen Angst davor, was in Band 3 passiert. Und ich weiß genau, wenn ich es jetzt nicht schnell lese, dann schiebe ich das ewig von mir her, weil ich halt Angst habe. Ich habe schon eine Theorie, deswegen bin ich... Ja, die hatte ich schon, als ich das erste Buch gelesen habe. Und gleichzeitig bin ich aber halt auch unfassbar neugierig, wie es jetzt ausgeht. Und deswegen wird das jetzt im Februar gelesen. Ich freue mich drauf. Und wenn es so läuft wie Band 2, habe ich das in 1 oder 2 Tagen durch. Jetzt habe ich tatsächlich gerade die Ambition, das heute anzufangen noch, weil ich morgen Spätdienst habe. Das heißt, ich könnte die ganze Nacht durchlesen, wenn ich nicht müde werde. Oder da ich übermorgen auch Spätdienst habe, könnte ich halt morgen nach der Arbeit halt noch voll lange lesen. Weißt du, was man anmerken muss? Jetzt an einem Wochenende durchgelesen. Das ist eine der wenigen, das ist wirklich eine der ganz wenigen, die ich angefangen habe und du viel schneller gelesen hast. Ja, also wirklich. Aber das lag auch daran, dass ich mir das zweite noch nicht gekauft hatte, weil ich hatte das erste Jahr als Hardcover. Und den zweiten gab es gar nicht mal als Hardcover. Ich habe den zumindest nicht gefunden. Nee, es gibt auch nur weil es erst lange Zeit nur den ersten Band gab und das gar nicht übersetzt wurde oder so. Wenn ich jetzt die anderen beiden kaufe, dann muss ich sagen, als Hardcover. Und als klar war, Band 2 und 3 kommen raus, haben die es halt nochmal neu rausgebracht als Hardbuch. Ja, aber es sind auch, gehören auch zu den wenigen Büchern in den letzten, keine Ahnung, 1-2 Jahren oder so. Wann habe ich es gelesen? Letztes Jahr im Sommer, glaube ich. Also sagen wir, in dem letzten Jahr, eins der wenigen Bücher und auch Band 2, die ich innerhalb von 1 bis 2 Tagen durchgelesen habe. Band 1 habe ich wirklich 300 Seiten an einem Abend wohlgemerkt weggesuchtet. Und Band 2 habe ich, glaube ich, auch innerhalb von 2 Tagen gelesen. Hm. Also deswegen, das heißt schon was bei mir. Aber es lässt sich halt auch super schnell lesen. Ja. Okay, mein nächstes Buch ist ein Reinanfang. Glaube ich auf jeden Fall. Ich glaube, wir hatten das Thema mal. Da wollte mir manchmal irgendwer, das ist ein Reinanfang oder irgendwie sowas war das. Und zwar ist es dieses Buch, das war auch von den Weihnachtsneuzugängen. Oh, man sieht das nämlich nicht so schlecht. Oh, warte, du musst mal ein bisschen kippen, Fokus. Vielleicht so? Warte mal, na, so sieht man das. Und zwar handelt es sich um Secret Gods, die Prüfung der Erben von Isabel Kritzer. Und genau, das war das mit der Mehrmilch. Kritzler oder Kritzer? Kritzler, ne? Kritzer. Nee, Kritzer, dann ist das eine andere, die ich gerade gedacht habe. Das war das mit der Mermaid-Mafia-Dynastie. Jetzt, wo ich das lese, fällt es mir wieder ein. Weil wir nur gespannt drauf. Also man sagt, Mermaids und Mermen finden die wahre Liebe nur einmal. Von das machst du. Ich ignoriere es mal. Als ich arbeiten war heute, das muss ich mal kurz erzählen, ne? Ich lasse die Hasen ja auch draußen rumlaufen, wenn ich arbeiten bin, ne? Oh Gott. Ja, also eigentlich laufen sie ja die ganze Zeit draußen rum. Und naja, sie laufen halt die ganze Zeit rum und es ist immer alles okay, ne? Meistens liegen sie in irgendeiner Ecke und pennen, wenn ich nach Hause komme. Und mir fällt gar nicht auf, dass sie rumgelaufen sind, außer dass mal irgendwo ein Köttelchen liegt oder ein Salatblatt, das sie durch die Gegend geschleppt haben oder sowas. Heute komme ich nach Hause. Du, zum Glück bist du nicht früher gekommen. Das sah hier aus, als hätten die eine Party gefeiert oder einen Krieg geführt. Alter, die haben Sachen runtergeschmissen im Wohnzimmer, wo ich mir dachte, Alter, wie seid ihr da hochgekommen, ist eine doofe Frage, weil es ein Kaninchen, aber sie sind da vorher noch nie hochgesprungen. Weißt du, ich dachte, okay, die Sachen sind in Sicherheit, haben meine Decken durcheinander gewühlt, die haben meinen Wäschekorb durch die Gegend geschoben im Schlafzimmer. Die haben alles Mögliche. Ich weiß auch nicht. Und deswegen bin ich gerade ein bisschen misstrauisch, weil es so still ist. Normalerweise laufen sie ja so von Zimmer zu Zimmer. Gerade wenn ich hier rumlaufe, laufen sie mir ja gern hinterher.
Klassiker, wenn ich den Boden fege oder wische, laufen sie mir gern hinterher, weil es ist ja spannend. Und jetzt sind sie nicht da und das macht mich nervös. Okay. Aber Luna schläft da. Das war die Geschichtsstunde mit Franziska und dem Hasen. Kommen wir zurück zu dem Buch. Und zwar ging es hier um Götter. Naja, es waren einst Götter. Nun leben Mermaids und Lynn im Verborgenen. Seit Jahrtausenden sind die zwei mächtigsten Spezies verfeindet. Genau aus diesem Grund muss Cassidy Erbin der Mermaid-Mafia-Dynastie. Ich bin schon so gespannt darauf, wie das funktioniert. Jeden Sommer, ihr könnt in den gefährlichen Mermaid-Games beweisen. Als ihr Bruder einen Fremden auf die Privatinsel der Familie einlädt, schrillen bei Cassidy alle Alarmglocken. Sie ist überzeugt, irgendetwas stimmt mit dem attraktiven Liam nicht. Doch je näher sie ihm kommt, desto stärker fühlt sie sich zu ihm hingezogen, bis die Mermaid-Games Wahrheiten ans Licht bringen, die nicht nur Cassidys Gefühl erschüttern, sondern die ganze Welt bedrohen. Ja, klingt sehr interessant. Es gibt auf jeden Fall, also es gibt Götter, Djinn und Meerjungfrauen. Musst du dann mal berichten. Ich bin schon so gespannt, wie dieser Mafia, Mermaid-Mafia, ich finde das irgendwie so bescheuert. Ich finde das immer schön, dass ich zu dir sage, muss dann mal berichten, wo wir sowieso immer zusammen am Ende den Monatsrückblick drehen und du mir automatisch dadurch berichtest. Aber okay. Ja. Okay, jedenfalls, ich bin mal gespannt drauf. Es könnte, glaube ich, schon ganz gut werden. Vor allem ist es mal ein Buch unter Wasser, das hast du auch nicht so oft. Nee, das stimmt. Wobei ich sagen musste, ich hatte auch noch nicht wirklich gute Bücher, die unter Wasser spielen. Ich hatte bis jetzt nur eins und das war Water Rising. Ja, das war ja auch nicht so gut. Ja, das stimmt, das war natürlich nicht so gut. Also deswegen, da ist irgendwie, ich glaube, da fehlt noch so das richtige Konzept. Ich glaube, das Interessanteste war, wo die irgendwie ihre Getränke vertauscht haben. Der eine Kaffee statt seinen Tee getrunken, sie den Kaffee statt einen Kaffee gegen den, nee, halt. Was denn nun? Den Kaffee statt den Tee getrunken hat und er den Tee statt den Kaffee. Ja, toll. So, ja, nee, wo sie da irgendwie was anfängt zu würgen und er dann nur so mein bitteres Gift, also das Zeug trinkt oder sowas. Das war so gefühlt so die interessanteste Szene am ganzen Buch. Ja, das ist traurig. Okay, zu meinem nächsten Buch wollte ich nicht viel sagen, aber kann ich ja zwei machen, weil Ferris hat ja ein bisschen weniger als ich. Das ist nämlich City of Bones, das wird gereadet. Ja. Was? In der Hoffnung. Was hast du? Wer bist du? In der Hoffnung, dass ich die Reihe dann vielleicht doch mal komplett lese. Dahinter gibt es eine Geschichte, die erinnert euch vielleicht, dass ich letztes Jahr mit ein paar Freunden die House of Night-Reihe rereaden wollte. Ist nicht so ganz gut gelaufen, weil ich irgendwie ab dem dritten Buch raus war aus Zeitmangel. Ich meine, ich brauche euch nicht mehr erzählen, wie mein letztes Jahr so gewesen ist. Das wisst ihr mittlerweile. Und irgendwie, also ich hatte ja zwischendurch Zeit zum Lesen, aber irgendwie fühlte ich mich so unter Druck gesetzt, weil ich es ja lesen musste. Das hat mich irgendwie alles frustriert und dann kam ich nicht hinterher, habe irgendwie einen Monat gar kein Buch geschafft und dann hätte ich das ja aufholen müssen, während die schon weitergelesen haben und dann konnte ich immer bei den Besprechungen nicht dabei sein und das hat mich voll frustriert. Deswegen habe ich das erstmal aufgegeben. Ich werde die Reihe dann dieses Jahr versuchen weiterzulesen oder ich werde es nicht versuchen, ich werde es tun. Ich muss mit Buch 3 im März anfangen, also ich habe noch ein bisschen Zeit, damit das dann am Ende wieder aufgeht. Aber auf jeden Fall mit der gleichen Gruppe an Leuten. Wir wollen jetzt die Schattenwelt-Bücher lesen, also erstmal City of Bones und Co. Und dann nehmen wir aber die anderen Bücher nach und nach dazu. Wir geben uns aber diesmal mehr Zeit, immer 2 Monate pro Buch, finde ich ganz human, weil die auch immer dicker werden. Das ist eine riesen Welt übrigens. Habe ich von Cassandra Clare was gelesen? Ja, mit Holly Black Magisterium. Ah, ich war gerade überlegt, ich kenne den Namen, aber ich wusste nicht, ob ich das Buch schon gelesen hatte. Das ist dein nächstes Gulag-Spektakel. Du musst es doch erstmal selbst doch mal lesen. Ist egal, es fällt mir jetzt gerade ein, das ist eine Reihe, die du lesen musst oder zumindest mal ausprobieren musst. Genau, und wir wollten halt Januar bis Februar Band 1 lesen und ich bin im Januar, glaube ich, nachträglich eingestiegen. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich fange das jetzt im Februar, weil Leseliste Januar stand schon. Und jetzt habe ich doch so viel geredet, obwohl ich gesagt habe, ich brauche dem Buch nicht viel erzählen. Egal, das nächste Buch auf meiner Liste ist das Gulon-Spektakel. Heißt, Ferris hat wieder ein Buch für mich ausgesucht und das ist der Marsianer. Ich kenne den Film in- und auswendig, muss ich dazu sagen. Ich bin auch so ein bisschen skeptisch, weil es ist eine andere Art von Buch, als ich so gewohnt lese. Und ich glaube, ich muss dafür in Stimmung sein. Aber wir nehmen es uns jetzt mal fort für den Februar, vielleicht klappt es, ja? Ich bin aber grundsätzlich sehr gespannt, weil ich den Film absolut liebe. Also wenn das Buch annähernd genauso ist, dann bin ich schon begeistert. Es ist besser, finde ich. Okay. Also ich habe ja zuerst das Buch gelesen und dann den Film geguckt. Und der Film bringt, finde ich, schon auf jeden Fall diese ähnliche Stimmung rüber. Mhm. Aber das Buch ist halt, wie es halt bei einem Buch ist, ist halt mehr detailliert.
so mehrere Sachen, die im Film passieren, wie das dazu kommt, das hast du halt in dem Buch, aber in dem Film nicht. Zum Beispiel im Film wird ja viel gekürzt. Zum Beispiel hat er mit diesem Roboter da kommuniziert. Mhm. Und da wird im Buch jetzt manchmal noch, wie er überhaupt dazu findet und wie er auf die Idee kommt und alles. Deswegen, es ist halt ein bisschen mehr Zeit. Deswegen glaube ich schon, dass wenn man, Roboter sucht und sich so eine Karte macht und den dann ausbuddelt, sieht man im Film auch. Ja, da gibt es Dings, wo er so, also man, vielleicht merkt man sich das nicht so, weil er nur erzählt, ja, vor so und so vielen Jahren waren die hier und haben dieses Ding hier zurückgelassen und, oder verbuddelt oder so, weil es so gefährlich, ach nee, das ist dieses, das ist das Wärmedings, was sie verbuddelt haben, oder? Ach, ich weiß jetzt auch nicht mehr, was so gefährlich ist, dass wegen der Strahlung. Aber ich glaube, den Roboter hat er auch ausgebuddelt, das hat er, glaube ich, aber ich weiß es nicht mehr. Es ist so ein Beispiel, am Ende ist halt auch so mal ganz nette Sache, die ist halt da nicht da, zum Beispiel wie er mit dem Ding dann da. Egal. Ja. Wie gesagt, es ist halt vieles so, was wir, glaube ich, schon, dass wenn man den Film mag, sollte man das Buch auf jeden Fall gelesen haben. Ja, hatte ich auch eh vor, aber es ist dann halt auf meiner Liste mal nicht so weit oben, weil ich den Film kenne. Jetzt habe ich halt dafür gesorgt, dass es oben ist. So geht das halt. Okay. So. Und kommen wir mal zu Bulunchberg. Übrigens werde ich irgendwann das als Bulunchberg da nehmen. Ja, oh, ich muss das irgendwie nehmen. Ich weiß auch nicht. Es ist ja, du brauchst ja nur erstmal die Geschichte lesen. Das ist ja gar nicht mal so viel. Aber genau das davor. Will ich ja nicht. Ich will es ja komplett lesen. Okay. Wir reden von Keepers. Ich tue dir nur einen Gefallen wegen, du weißt schon. Kapitel 42. Die Antwort auf alles. ihr seht schon, mein nächstes Bulunchberg-Tag von Franziska ist nämlich Ever and After von Stella Tag. Ich glaube, das wirst du mögen. Bin mal gespannt. Also ich weiß ja nicht viel von dem Buch, nur was Franziska gesagt hat. Deswegen erzähl erstmal den Klapptext, weil ich ja nicht kann. Und Franziska kann dann eventuell nochmal hinzufügen. Ja. Und zwar geht es um wahre Märchen, beginnen nicht mit Es war einmal, sondern mit einem Kuss. Mit einer Familie, die ich schon gehört habe, sehr verrückt sein soll. Die von Schneewittchen abstammt, ist Rain Wrights Leben ohnehin schon kompliziert genug. Und nun muss sie auch noch einen schlafenden Prinzen küssen. Doch als Rain an ihrem 18. Geburtstag... Ich merke schon, wie du vor dich hingrinst. In die geheime Gruft unter dem Tower of London hinabsteigt, löst sie eine Katastrophe aus. Ihr Kuss weckt nicht nur den Prinzen, sondern auch einen uralten Fluch. Das ist halt gar nicht lustig. Aber wenn du es gelesen hast, ist es halt lustig. Um die Märchenfamilie vor dem Untergang zu retten, muss Rain sich sieben Prüfungen stellen und darf nicht vergessen, dass ihr Herz an ihre Größe und Schwachstelle ist. So, jetzt darfst du lachen. Also diese Szene, wo sie den Prinzen küsst, also die kommt halt, was finde ich bei Stella Tags Büchern ganz interessant, das kommt immer alles ein bisschen später, als man es erwartet. Man erwartet das gleich am Anfang des Buchs, aber es, wie bei Blackbird Academy, wo ich auch dachte, diese Sache mit dem sie ist besessen und wird gefangen genommen, kommt ganz am Anfang, war auch nicht so. Egal, auf jeden Fall, diese Szene ist so bezeichnend, einfach für den Stil des restlichen Buchs. Katastrophe trifft es wirklich sehr gut. Ich habe mit vielem gerechnet in dieser Szene, aber nicht damit. Und es war gleichermaßen spannend, bisschen gruselig, bisschen krank und voll witzig. Also ich weiß auch nicht, es war so eine Mischung und das ist halt echt bezeichnend erstmal für Stella Tag und einfach für das Buch an sich. Also ich habe es wirklich gefeiert. Wieso waren wir bei Stella Tag eigentlich noch nie bei einer Lesung? Weil die noch nicht in der Nähe war. Wow, okay. Also zumindest nicht, wenn ich es gesehen habe oder wenn ich Zeit gehabt hätte oder so. Weil mir ist ja gar nicht mehr aufgefallen. Aber vielleicht macht sie zu Blackbird Academy 2 dann eine Lesereise. Weil eben halt von Stella Tag habe ich schon mehrere Bücher gelesen. Weil Night of Crowns und eben Blackbird Academy. Hm. Doch irgendwas? Nee, glaube ich nicht. Ja. Nee, weil das andere ist Romantic. Genau. Romance, das kannst du nicht. Weil das ist ja auch wieder jetzt Fantasy. Und bis jetzt habe ich den Schreibstil eigentlich immer sehr gerne gemacht und konnte die Bücher auch immer sehr schnell und sehr gut lesen. Hier übertrifft sie sich nochmal selbst. Deswegen glaube ich schon, dass es hiermit sicher gut weitergehen würde. Also ich finde, sie gehört schon so mittlerweile mit zu meinen Lieblingsautoren ungefähr. Aber ich finde sie tatsächlich echt in Fantasy, habe ich schon mal gesagt, deutlich besser als in Romance. Also von mir aus kann sie gerne bei Fantasy bleiben. Wobei das ja mit eigentlich eher so ihr neueres Fazit gesagt hat. Ja, ist auch so. Egal, ich bin mal sehr gespannt, wie das wird. Was man so hört, ist ja schon mal ganz interessant. Auch wenn ich bin mal sehr gespannt auf diese Szene. Ja. Ich muss mal gucken, wann ich das lese. Ob ich das am Anfang lese oder so. Also es liest sich auch wirklich sehr gut. Ich bin da eigentlich, wenn ich dann Zeit hatte, wirklich schnell durchgekommen. Ich glaube, wenn ich sage, ich fange erst mal, lese erstmal ein bisschen, guck da und dann teile dann. Das funktioniert wahrscheinlich nicht. Spätestens wenn du bei der Szene mit dem Prinzen ankommst, bleibst du halt dabei. Gut, jedenfalls, das ist so mein Kulon-Spektakel. Was ist das, eine Trilogie? Dilogie. Ich glaube, an zwei kommt erst. Entweder war das Buch, was ich im Kopf hatte, was jetzt im April oder so erscheint, oder es war das, was erst Ende des Jahres erscheint. Wow, danke. Ich glaube, es erscheint Ende des Jahres. Ich glaube, es erscheint im November. Ja, danke. Aber dann ist es gar nicht verkehrt, dass wir es beide gelesen haben, weil wir gemeinsam vielleicht unsere Erinnerung rekonstruieren können, damit wir es dann beide weiterlesen können. Ich finde das ganz gut.
Die nächste Fortsetzung, ich bin richtig stolz auf meine Leseliste, darf ich das noch mal kurz sagen? Fortsetzung Reihenenden läuft. Ja, du hast das englische Buch, ne? Stimmt. Nein, wir erinnern uns nichts mehr. Auf jeden Fall, als nächstes auf meiner Leseliste habe ich natürlich Nightbane, die Fortsetzung von Lightlark, weil ich da auch schon so drauf hingefiebert habe, seit ich letztes Jahr Lightlark gelesen habe. Und jetzt ist es da, jetzt kann ich es lesen und ich liebe es jetzt schon sehr. Ja. Ich habe übrigens Lightlark auch gelesen. Ja. Aber das erfahrt ihr dann das kommt im Monatsrückblick. Genau, im Monatsrückblick erfahrt ihr dann mehr davon. In Lightlark, nochmal kurz zusammengefasst, geht es um das sogenannte Centennial. Das ist eine Art Wettkampf, der alle 100 Jahre stattfindet. Was sollte man wissen? Centennial hat mich gerade so an 10 erinnert. Das heißt Sentinel. Ja, oder so. Auf jeden Fall alle 100. Ich habe den Klappentext gerade nicht vor Augen. Mach mich nicht fertig. Alle 100 Jahre zwischen verschiedenen Völkern stattfindet, weil diese Völker alle von einem Fluch belegt sind und das heißt halt, dass einer von denen halt bei diesem Wettkampf sterben muss, damit der Fluch gebrochen wird. Und deswegen praktisch bekämpfen die sich alle 100 Jahre in so einem Wettkampf in der Hoffnung, dass einer stirbt und der Fluch gebrochen wird. Ist ein bisschen anders, als es klingt. Es ist nicht so die Tribute von Panem mäßig, weil es gibt da doch recht gute Regeln, sodass sie auch sehr viel Zeit miteinander verbringen, ohne sich gegenseitig zu verstümmeln oder sowas. Aber es war wirklich mega spannend und ich habe es wirklich sehr gefeiert. Deswegen freue ich mich sehr auf Band 2. Und ja, werde den auch ganz bald lesen. Es muss jetzt im Februar sein, wobei die Reihe ja noch weitergeht, denke ich. Und ich dann wieder so lange warten muss. Ist halt schon bitter, ne? Selbst tot, würde ich sagen. Ich habe noch zwei. Ja, ich habe jetzt. Diesmal mache ich ja zusammen. Achso, die machst du zusammen. Dann mache ich noch eins. Oder? Willst du die erst zusammen machen? Ich kann auch hier aus die. Ja, dann mach die zusammen. Dann bin ich nämlich zwei fertig. Und zwar habe ich mir nämlich Teil 5 und 6 von der Bodyguard-Reihe ausgesucht. Weil ich habe auf meiner Liste im Monatsrückblick den 4. gelesen. Mehr dazu dann mehr. Und ich brauche zu der Reihe nicht viel sagen, weil ich den Lauf genug gemacht habe. Und ich das will mittlerweile jetzt hier eh keiner mehr hören. Ich nehme mich auch nicht. Ich habe auch keine Lust, das wieder zusammenzufassen. Jedenfalls ist das hier. Warte, nee, das ist Band 5, das ist Band 6. Ja. Band 5 spielt in Russland und Band 6 heißt der Anschlag. Das finde ich nicht gut. Nee, die Entscheidung. Ach ja, das ist der Anschlag. Ist auch nicht besser. Die Entscheidung ist auch nicht. Das klingt nicht, das klingt wirklich, eigentlich klingt das viel schlimmer. Ich habe Luna Lovegood umgeworfen. Ich bin mal sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht. Weil Russland, gerade mit den ganzen Lederstreifen, gefällt mir gar nicht, weil Russland ist Mafia auf jeden Fall. Mhm. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier eine Rolle spielen wird. Ich glaube, das steht sogar im Klappentext. Aber wie gesagt. Ist ein reiner Abschluss, deswegen bin ich mal gespannt, wie die Reihe dann ausgeht. Mit allem. Ich habe ein bisschen Angst. Irgendwie. Auch wenn es nicht ganz so schlimm war bis jetzt, erwarte ich trotzdem irgendwie den Knall. Weiß nie, ne? Denn eben mir fehlt doch dieser Knall, weißt du? Der fehlt noch. Ja, der muss noch. Der kommt so am Ende, das Buch endet einfach offen, das letzte. Oh, nein, nicht nach 6 Bänden, das geht das ja gar nicht. Das ist ja richtig bitter. Deswegen, rein Abschluss. Hab die anderen alle relativ gut lesen können, deswegen gehe ich mal davon aus, dass ich das bei denen auch schaffe. Deswegen sollten eigentlich beide Bücher nicht allzu lange dauern, bis ich die durch habe. Okay. Ja, dann ist die Reihe abgeschlossen. Yay! Woo. Ein weiteres Reihenende, was ich auf meiner Liste habe, ist Restwell. Band 3, oh, das sieht man jetzt nicht so gut, da ist es. Ja, wollte ich ja eigentlich letztes Jahr schon lesen, nachdem ich Band 1 und 2 weggesuchtet hatte. Da liegt sogar noch das Lesezeichen drin. Aber kam dann irgendwie nicht mehr dazu, weil das zum Jahresende hin war. Und jetzt wird es höchste Zeit, denn jetzt ist auch das Spin-off erschienen. Letztes Mal habe ich erzählt, es geht um Ethan. Der heißt nicht Ethan, ist mir dann hinterher noch am gleichen Tag klar geworden oder wieder eingefallen. Er heißt, glaube ich, Elijah. Elijah. Ja. Wieso? Ich wollte gerade fragen, wie kommst du von Ethan auf Elijah? Ich hatte nur dieses E im Kopf, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall wird es jetzt höchste Zeit, das Buch ist jetzt gerade erschienen, Cold Heart. Und deswegen wird es jetzt höchste Zeit, dass ich diese Reihe beende, damit ich damit dann weitermachen kann. Und das Buch von meinem Sub befreie und eine Reihe beende und erfahre, wie es ausgeht. Und ja, deswegen ist es jetzt auf meiner Liste. Genau. Und ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen, als Lena Kiefer die Westworld-Reihe angekündigt hat. Nur ohne Witz, ich erinnere mich da so gut dran. Ich habe das Gefühl, es wäre gerade erst gewesen, weil ich mich halt voll für sie gefreut habe, dass sie im Lux Verlag gelandet ist. So. Und ja, keine Ahnung. Das ist. Wie kann jetzt schon das 4. Buch erscheinen? Das ist noch nicht irgendwie fertig. Okay. Und zu guter Letzt möchte ich den 2. und damit auch letzten Band von Bronwyn Hall lesen. Der ist jetzt auch im Januar erschienen. Und da bin ich gleich in die Buchhandlung gestürmt und habe es mir gekauft, damit ich es gleich lesen kann. Ach, deswegen ging die Tür nicht mehr, als ich da war. Du hast sie kaputt gemacht, ne? Was?
Die Tür ging nicht mehr? Ja, die eine Tür konntest du nicht mehr benutzen, als ich dahin gehöre. Nein, das war kaputt gemacht, weil du einfach durchgelaufen bist. Naja, und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht, beziehungsweise wie es ausgeht. Und freue mich drauf, weil Band 1 ja auch so ein Highlight für mich war. Das war meine Leseliste. Ich finde sie richtig gut. Ich bin sehr stolz auf mich. Hab's auch nicht übertrieben. Ja, okay. Erzählt uns gerne, was ihr im Februar so lesen möchtet. Und ja, welches Buch ganz oben auf eurer Leseliste steht. Ja. Und dann war's das an dieser Stelle. Wir wünschen euch noch einen wundervollen Tag. Ganz viel Spaß beim Lesen. Und freuen wir uns, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.